schnelle Karte kaufen. Da müssen wir schnell laufen, um mit dabei zu sein. Wir fahren mit der Bahn, falls wir den Zug erreichen, noch vor dem Abfahrtszeichen. Und ja, wir fahren schon, verlassen die Station. Heute gar keinen Plan. Und Leute, macht doch mit, fahren mit der Bahn. Alle einsteigen! Ja, wir fahren. Ja, wir fahren. Immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Hier, furchtbar heiß hier, schrecklich heiß hier. Mach doch mal das Fenster auf. Nein, das zieht so, nein, das zieht so. Zugvertrag und keinesfalls. Oh, ich schwitze. Warum ist dir nicht gestattet? Nichts verstehen, nichts verstehen. Oh, wie heiß hier, oh, wie heiß hier. Ja, das ist so, es ist heiß hier. 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 Furchtbar heiß hier. Schrecklich heiß hier. Kaffee, Bier und heiße Würstchen. Kaffee, Bier und heiße Würstchen. Ist doch jemand, ist doch jemand, ist doch jemand zugestiegen? Ja, wir alle, ja, wir alle. Bitte. Es ist heiß hier, aber lass man, denn ich glaub, wir sind gleich da. Ja, dann sind wir, ja, dann sind wir endlich da. Es ist heiß. Alle aufsteigen! Ost, West, Nord, Süd, alle Strecken. Mit der Bahn. Wir brauchen heute gar keinen Plan. Kommt heute mal doch mit, wir fahren mit der Bahn. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, liebe Lotto-Freunde, liebe Beat-Freunde. Liebe Kinder, habe ich alles genannt? Hallo Nachbarn, dann habe ich alles gehört. Ja, schön. Ich war beinahe zu spät heute Abend. Ich habe mir nebenan noch eben das Fernsehen angeguckt, die Tagesschau. Haben Sie das gesehen? In India haben die jetzt eine weibliche Ministerpräsidentin. Das ist schön. Ist so etwas in Deutschland auch möglich? Ist das hier auch möglich? Eine Bundeskanzlerin, geht das? Ja? Das wäre schön sein. Und dann Sonntag, so die Sonntagszeitungen, oh, das ist schön. So ein großer Kopf da drüben, so von Bundeskanzlerin, Kanzlerin flirtet mit Fraktionsvorsitzenden der SPD. Vielleicht große Koalition. Oh, das würde schön sein. Oh ja, ich habe noch eine kleine Bekanntmachung. Karin Hübner ist heute Abend leider nicht dabei. So, die Fans von Karin Hübner können jetzt umschalten aufs zweite Programm. Ja, da läuft übrigens, als Oma noch kniefrei ging. Das läuft jetzt auf die andere. Das waren noch Zeiten. In dieser Zeit gab es noch so furchtbar viele Klassenunterschiede. Aber das gibt es heutzutage nicht mehr. Nur noch bei der Bahn. Bei der Bahn kennt man noch erste und zweite Klasse. Ich zeige Ihnen mal den Unterschied zwischen einem Schaffner in der ersten und in der zweiten Klasse. Zweite Klasse. Fahrkarte. Rauchen verboten. Erste Klasse. Entschuldigen Sie bitte, dass ich eben störe, aber würden Sie so liebenswürdig sein, mir Ihren gültigen Fahrtausweis zu zeigen? Ja, Sie sind doch nicht böse, wenn ich Ihre Fahrkarte ein bisschen beschädige. Bitte sehr. Ein bisschen Feuer. Es sind eigentlich nicht Raucher hier, aber so streng sind wir auch wieder nicht. Und genauso, wenn es um den Speisewagen geht. Bitte die Plätze einzunehmen fürs zweite Abendessen. Zweite Klasse. Essen fassen, Essen fassen. Hamburger Abendblatt, hört zu, die neue Bild-Zeitung. Hey, Springer, haben Sie was Schönes zu lesen? Was soll's denn sein? Noch etwas für unterwegs.
Zeitschriften, Zeitungen, ein Buch. Ein Buch. Ein Buch. Da habe ich hier die Memoiren von Adenauer. Nein, so weit reise ich nicht. Dann habe ich hier noch etwas sehr Schönes. Das sind die gesammelten Wahlversprechungen der Regierung. So ein Buch. Ja? Das Beste, was ich habe. Wieso? Pass auf, mein Wagen, der wackelt ein bisschen, nicht? Und wenn ich jetzt dieses Buch hier so drunter schiebe, dann steht er wieder fest. Ah. Hamburger Abendblatt, hör zu, die neue Bildzeit kommt. So, da ist er dann. Ich liebe den nicht. Das nehme ich. So, dann mache ich wieder. Ja, ich darf zu Hause keine Tiere halten. Nein. Bahnhofspennerchen. Ja. So, diese Zeit. So. Ah! Innerhalb von ein paar Monaten wird diese Sperre abgeschafft. Aber in unserer Show können Sie jetzt schon Feierabend machen. Hm? Hier sind wir. Ja, wohin soll ich mal fahren? Ja, ich weiß schon. Sehr schön. Mal versuchen. Einmal einfach Peking, bitte. Einmal einfach Peking, bitte. Bitte einmal einfach Peking. Gute Reise. Gute Reise. Ja, gute Reise. Ach, gute Reise. Ja, diese Leute kennen Sie nicht, glaube ich. Das sind nämlich die Rosi-Singers aus Berlin. Und Sie sind, glaube ich, Rosi, nicht? Ja. Ja, ich habe eine Frage. In deutschen Bahnhöfen singt ein Chor immer ein Lied, bevor er verreist. Warum machen die Leute das? Tja, das liegt an der guten Akustik. Ah, darum singen wir. Aber wollen Sie dann vielleicht auch etwas für uns singen, mit dieser schönen Akustik? Aber selbstverständlich. Ja? Ja. Dann hören Sie die Rosi-Singers. Von jedem Baum fällt ein Liebestrauch.
Schöne Pleite. Da sitzen wir. Ohne Fahrkarten, ohne Geld. Ganz schön versackt gestern Abend, was? Ja, allerdings, wie wir nach Hause kommen sollen, ist mir ein Rätsel. Ein Rätsel? Du, ich weiß ein Rätsel. Ja? Pass mal auf. Warum hängt an einem Wasserhahn immer ein Tropfen? Warum hängt an einem Wasserhahn immer ein Tropfen? Keine Ahnung. Weil ein Wasserhahn nicht machen kann. Nicht so gut. Hast du ein Kursbuch? Kursbuch? Was willst du mit dem Kursbuch, wenn du kein Geld hast? Ich hab Lust, was zu lesen. So, na schön. Dann lese ich dir mal was vor. Also, der nächste Zug geht 20.20 Uhr. Der ist gerade weg. Aha. So, 20.35 Uhr. Moment, M. Nicht am Mittwoch. Ja, aber dieser hier, 8:45. Augenblick. Suff. Suff. Nur Sonn- und Feiertag. Ja, du, aber der geht bestimmt. 21 Uhr. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja. Och, du bist ein Trottel. Der ist doch ungültig. Ja? So ein Sommerfahrplan. Na, also schön. Ich schau mal da hinten nach, ne? Ja. Wenn Sie was nicht verstehen, will ich es Ihnen gern erklären. Nein, nein, geben Sie sich keine Mühe. Sie sind das schönste Mädchen, das ich je gesehen habe. Ja, ja, das sagen Sie wohl zu jedem Mädchen. Nein, Sie sind bestimmt die allererste. So, da geht einer um 21 Uhr mit einem prima Anschluss. Ich habe hier einen besseren Anschluss. Ja, aber wieso? Warum? Ja. Oh, da hast du aber was Schönes angelacht. Ja? Ja. Sehr schön. Was gibt's denn da zu lachen? Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Keine Ahnung. Ich bin der Kapitän von der Bremen. Bremen? Nie gehört. Und Sie wollen Seemann sein? Ich kann auch nicht jede Weserfähre kennen. Ist alles ganz schön und gut, aber jetzt haben wir immer noch kein Geld. Wenn wir jetzt 4 Groschen hätten, könnten wir 2 Bahnsteigkarten ziehen. Ja, ja. Und uns dann wieder im Zug 2 Stunden auf der Toilette einsperren? Nee, danke. Ja. 1 Groschen habe ich noch. Ja. Spielautomat. Oh ja. Taler, Taler, du musst wandern. Von dem einen Ort zum anderen. Hab ich Glück, hab ich Glück. Kommt eine ganze Mark zurück. Nichts. Ja, und dein ganzes Kapital verspielt. Du, ich habe eine Idee. Ne? Unsere Knöpfe haben dieselbe Größe wie ein Groschen. Hm? Augenblick mal. Ja. Ja. Alle 10! Für dich allein kaufe ich jeden Tag die schönsten Orchideen. Für dich allein mach ich das Leben so gemütlich und so nett. Ich schäl Kartoffeln, spül Geschirr im Handumdrehen und jeden Morgen bring ich dir den Tee ans Bett. Es ist so herrlich, ein Pantoffelheld zu sein, für dich allein. Für dich allein werde ich sorgen für ein wundervolles Leben. Für dich allein setze ich alles, ja mein Leben auch aufs Spiel. Und mein Gehalt
werd ich dir immer restlos geben. Auch für die Schwiegermusik ist mir nichts zu viel. Es gibt keinen Regen, es gibt nur noch Sonnenschein für dich allein. Für dich allein bin ich der Stärkste und der Mutigste auf Erden. Für dich allein stehl ich Juwelen, Kanzen, Erze und noch mehr. Und wirst du Mutter von einem Dutzend Kinder werden? Wenn du das willst, besorge ich dir noch viel mehr. Und unser Kindergeld ist bis zum letzten Schein für dich allein. Für dich allein bin ich ein Held, bin ich ein Superman auf immer. Für dich allein bring ich es fertig, dass der Mond heute Abend lacht. Willst du einen Wagen mit Chauffeur oder noch schlimmer? Du kannst verlangen, was du willst, es wird gemacht. Wenn ich verreise und du willst mit, dann sag ich fein. Ich fahr allein. Wenn einer oft in Fernsehen kommt, wird er auch oft wiedererkannt. Das kann ganz angenehm sein, aber manchmal ist es auch ein wenig ärgerlich. Stellen Sie sich mal vor, ein x-beliebiger Zuschauer sieht in einer Bahnhofshalle plötzlich einen Fernsehstar. Dann könnte Folgendes passieren. Nein, wen haben wir denn da? Das ist aber nett, Sie mal in Natura zu sehen. Ach, das finde ich aber schön. Ich würde sagen, guten Appetit, hä? Danke. Ich störe doch nicht beim Essen, hä? Nein, überhaupt nicht. Nein, das ist gut. Ist es nicht, nicht lästig, dass man Sie so oft wiedererkennt? Nein, überhaupt nicht, Herr Karel. Nein, schön. Ich frage mal, was essen Sie da? Braunkraut. Braunkraut kenne ich. Mein Großvater ist daran gestorben. Aber damit soll nichts gesagt sein. Nein, nein, nein. Sie würden es noch ein paar Jahre aushalten. Ich sag immer, es gibt im ganzen deutschen Fernsehen gibt's nur ein Asi-Osterwald. Aber jetzt lang's mir aber wirklich. Oma, darf ich ein Bier zum Essen? Danke. Schön. Prosit. Moment. Wenn du schon mein Essen isst, dann bitte auch auf meine Rechnung das Bier. Auf deine Rechnung? Auf meine Rechnung. Kann ich auch noch ein Bier haben? Ja. Ah, du gibst einen aus. Genau. Hast beinahe vergessen, ja. Genau. Es ist nämlich so, dass, ach ja, das wissen Sie noch nicht, aber Ossian Koski hat eine Schallplatte gemacht, Schwarzwaldfahrt, und in England und Amerika heißt das Walk at the Black Forest. Genau. Und von dieser Schallplatte sind insgesamt in diesen drei Ländern 1 Million Exemplare verkauft. Und es ist üblich, dass bei 1 Million Schallplatten der Künstler eine goldene Schallplatte bekommt. Meistens wird diese gegeben auf einer privaten Party, aber ich habe gebeten, heute Abend in Ihrer Anwesenheit dem Horst diese Platte zu überreichen. So, da ist er. Horst, du bist der begabteste Pianist, Komponist, Arrangeur, Orchesterleiter, Chorleiter in einer Person. Es ist mir ein großes Vergnügen, dir diese goldene Schallplatte zu überreichen. Bitte sehr. Ein kleiner Applaus. Echt Bier? Ja. Kein Requisit. Horst, kann ich sonst noch was für dich tun? Ja, könntest du mir vielleicht bei meinem Gepäck etwas helfen? Aber gerne, das machen wir doch. Hm? Gepäck? Ist das dein Gepäck? Ja. Was ist drin, Horst? Was drin ist? Ja. Hilfst du mir mal abnehmen? Ja, gerne. Ah, ein Klavier. Du nimmst immer dein Klavier mit. Das ist schön. Ist immer bei mir. Horst, ich möchte so gerne Klavier spielen können. Das möchte ich so. Ich kann das nicht damit. Rudi, Klavier spielen kann doch heute jeder Mensch. Ja? Die Schwarzwaldfahrt mit zwei Fingern, jetzt kann man mit einem Finger Klavier spielen. Ein Finger? Einem Finger. Ja? Aber vorher Finger trainieren, ja? Trainieren, ja? Wie machst du das?
Es gibt hier auch ein Kino, Bahnhofskino. Und wisst ihr, was mir im Kino am meisten gefällt? Na, nicht der Hauptfilm, nicht die Wochenschau oder die Werbefilme. Nein, am liebsten sehe ich die Vorschau auf das Programm der kommenden Woche. Sie wissen, es endet immer mit demnächst in diesem Theater. Bali präsentiert James Bond und die Blondinen. Mit viel Krawall und Sensation, ein Mann mit 20 Binnen. Erbarmungslos, ein Meisterwerk, sie sahen es nie toller. Pro Atemzug ein neuer Mord und das in Technicolor. James kommt in das Zimmer des Wems. Sie liegt auf dem Bett. Er schleicht zu ihr, er greift die Bettdecke und sagt, guck dir die Decke an. Die ist so weiß, weißer geht's nicht. Und dann wird's noch privater, demnächst in diesem Theater. In Kürze bringt der deutsche Film, was Männer wissen sollen. Ein offenherziges Filmgeschehen, nur Stars in allen Rollen. Die Aufklärung für Groß und Klein und nichts bleibt hier verborgen. Und alles fängt so harmlos an einem Sonntagmorgen. Du strickst? Du strickst so oft? Warum denn? Du kannst mir doch ruhig sagen. Wir bekommen ein Baby. Ein Baby? Wann denn? Nächste Woche. Mein Gott, ich werde Vater! Demnächst in diesem Theater. In Kürze kommt aus England ein Film für junge Leute. Das wird eine Wucht, das wird ein Kracht, die Beatmusik von heute. Die längsten Haare von der Welt, bis hierher und noch weiter. Die Beatles contra Rolling Stones, na das wird aber heiter. Jim war ein armer Zimmermannslehrling. Aber eines Tages ließ er einen großen Vorschlaghammer auf seine Zehen fallen. Sein Geschrei wurde gehört von einem zufällig vorbeigehenden Schallplattenproduzenten. Auch am gleichen Tag wurde eine Schallplatte gemacht. Jetzt hat Jim eine Villa, einen Rolls Royce und einen Psychiater. Demnächst in diesem Theater. In Kürze bringt der Wiener Film Der Walzer darf nicht sterben. Der Prater und der Heurige, das darf doch nicht verderben. Ein Film in solchen Farben sieht man bestimmt nie wieder. Ballette und Kostüme und tausend schöne Lieder. In diesem Theater. Horst Jankowski hat sein eigenes Orchester und so etwas, ach, das möchte ich auch immer so gerne gehabt haben. Nach Filmsuchen ist es mir endlich gelungen, ein eigenes Orchester zusammenzustellen. Nur Proberaum zu finden ist ziemlich schwer. Nun habe ich jetzt von der Direktion von der Bundesbahn Zustimmung bekommen, um hier in dieser Bahnhofshalle zu probieren. Darf ich Ihnen jetzt vorstellen, meine sehr besondere Big Band. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Meine Damen, herzlich willkommen bei dieser ersten Proben unseres Orchestervereins unter dem Motto nicht schön, aber laut. Erst ein paar Bekanntmachungen. Wir probieren jeden Mittwochabend. Ruhe! Der Beitrag beträgt 50 Pfennig pro Woche. Ruhe, 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 Ruhe. Und mit dem Stricken ist es vorbei. Stricknadel kann ich hier nicht sehen. Und damit ist es auch vorbei. He? Können wir hier nicht haben. So, gut. Wollen wir mal anfangen? Wo ist meine Dirigentenstab? Darf ich eben Ihre Stricknadel leihen? Danke, danke, danke. So, wollen wir mal eben einstimmen? Ja? Ausgezeichnet. Gut. Wir spielen den längsten Tag in F-Moll und darüber steht geschrieben Molto Allegro Recitativo con Espressione. Sie wissen, was das bedeutet? Molto Allegro Recitativo con Espressione, das heißt lecker.
Ja. Hör mal, ich gebe drei vor. Eins, zwei, drei. Wem gehört das Kind? Ja, das können wir leider nicht haben. Nächste Woche haben wir vielleicht von Karajan als Gastdirigenten und dann das Kindergeschrei, das können wir nicht haben. Tut mir leid, aber das Kindergeschrei können wir nicht haben. Gut, ich gebe drei vor, ja? Eins, zwei, drei. Die Trompeten, den vierten Takt. Was spielen Sie da? G, fies, F, E. Das fies habe ich nicht gehört. Etwas fieser. Ja. Und immer wieder. Eins, zwei, drei. Wir haben noch genau 10 Minuten. So, was machst du denn da? Ich flirte mit der Puppe da drüben. Sag mal, wie kannst du jemanden zum Essen einladen, wenn du kein Geld hast? Ich dachte, sie hat. FB? Was heißt denn das? Fundbüro. Unsere Rettung. Komm. Ja? Entschuldigen Sie, ich habe in der vorigen Woche auf der Fahrt nach Wilhelmsburg im Zug einen 10-Mark-Schein verloren. Ist der vielleicht gefunden worden? 10-Mark-Schein? Verloren, im Zug, ja. Wie sah der denn aus? Wie sah der aus? Viereckig, ne? Ein Kerl drauf mit langen Haaren. Mit 10. Oh. Na, wollen wir nachsehen. Z, 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 Zähne, Z. Zahnbürste, 10-Mark-Scheine. 24a. Ah. Na, dann sehen Sie mal nach, ob Ihrer dabei ist. Nein? Nein? Ja, nein. Das ist er auch nicht, das ist er auch nicht, das auch... Moment. Das ist er. Das ist mein 10-Mark-Schein.
keinen und was sagst du? Ja, du erkennst ihn gleich wieder, ne? Ja. Und woher wissen Sie, dass das Ihrer ist? Hören Sie mal, ich werde meinen eigenen Zermarktschein wiedererkennen, nicht? Ich falte den immer so, ne? Vielen Dank. Mein eigener 10-Mark-Schein. Es gibt doch noch ehrliche Menschen, nicht? Jetzt kaufen wir uns gleich zwei Fahrkarten. Du, Moment, Moment, das stimmt doch nicht. Eine einfache Fahrt kostet 6 Mark, ne? 2 mal 6 sind 12, aber wir haben nur 10. Moment. Kinder zahlen halben Preis. Ich bin das Kind, komm. Einmal erwachsen ein Kind nach Osnabrück. Wie alt ist denn das Kind? Das ist auch 8 Jahre alt. Oh, wie niedlich. Ja, ne? Ja. Er hat heute seinen Matrosenanzug an, ja. Er will mal Wiener Sängerknabe werden. Na, Kleiner, darf ich dir mal ein Küsschen geben? Ja, gerne. Sie frecher Hund, Sie. Hunde zahlen auch die Hälfte. Warum? Du Idiot, du! Das hätte was geklappt. Was machen wir jetzt? Hm? 2 Mark fehlen uns noch. Moment. Gepäckträger! Ja. Verzeihung, kann ich Ihnen behilflich sein? Sind Sie Gepäckträger? Ja, unter panamesischer Flagge. Dann bringen Sie bitte die Koffer zum Zug nach Osnabrück. Die Koffer nach Osnabrück? Zum Zug, hier. War das ein Reinfall Freitagabend? Geh extra früh nach Hause, will mir den letzten Teil von Melissa angucken, kauf noch eben eine Zeitung. Was steht vorne drauf? Felix ist der Mörder. Oh, mein ganzer Abend kaputt. Wie können die Leute das machen? So etwas Gemeines. Ah. Was meinen Sie dazu? Ah! Melissa! Ah! Sie ist nicht tot, sie lebt. Na, du bist aber wieder schon ganz schön auf den Beinen. Ne? Ja. Ja. Ich darf auch schon wieder alles essen. Alles essen wieder, ja. Und trinken. Trinken auch wieder alles, ja, ja. Aber du hast was Schönes auf dem Gewissen, ne? Ich? Ja, 3 Tage lang alles leer. Alle Straßen leer, alle Kinos leer. Alle Strandbäder waren leer. Ja, die Zugspitzbahn war leer. Und auch ja, auf der Jahrestagung des Taubenzüchterverbandes in Worpswede ist nur ein Züchter gekommen. Ja, schreck alles. Alle Kneipen waren leer. Und alle Leute waren voll, zählig zu Hause. Ja, ja, wie schön, dass wir in der Matschei waren. Ja. Oh, weißt du, ich finde Fernsehen so etwas Schönes. Ja? Herr, ja, Fernsehen. Ja, ich auch. Das Gefühl, dass uns jetzt Millionen Menschen anschauen. Ja, so schön ist das. Herrlich. So nichts tun, so sitzen, so. Guten Abend. Ja. Ach ja, Sie haben keine Ahnung, meine Damen und Herren, wie schön es ist. Warum kommen Sie auch nicht zum Fernsehen? Wir bieten Ihnen die 80-Stunden-Woche. 7 Mark pro Monat. Und die goldene Kamera. Alles macht mit im Fernsehen. Warum kommen Sie auch nicht beim Fernsehen? Machen Sie auch mit. Lemke tut es, Chris tut es. Coolen Kampf in seinem Quiz tut es. Drum tu es auch. Der blaue Bock ohne Otto tut es. Und der Block des deutschen Lottos tut es. Drum tu es, drum tu es auch. Professor Jimmick und seine Tiere tun es. Freddy mit seinem Meer. Well in der Satire tut es. Doch hallo Nachbarn, beinahe nicht mehr. Und Onkel Lou mit nem Kuss tut es. Frankenfeld mit viel Geschmuss tut es. Drum tu es auch.
es. Manche Rundfunkintendant tut es, drum tu es, drum tu es auch. Kommissar McGree und John Kling tun es. Bubi Scholz doch nicht im Ring, tu es, drum tu es, drum tu es auch. Werner Höfer beim Wein. Erhard und BB tun es. Aber warum nicht zu zweien? Franz Josef Strauß und Peter Kraus tun es. Günther Gauss und Mickey Maus tun es. Drum tu es, drum tu es auch. Mit ner neuen Madame. Melissa in drei Teilen tut es. Und Bach im dritten Programm. Rudolf Schock und auch Cox tut es. Manche Esel, manche Ochs tut es. Wir tun es, drum tu es auch. So, ich möchte mich jetzt ganz gerne eben umkleiden. So, nehmen die Jacke aus. Können Sie mich noch alle sehen? So, ja, schön. Erst die Kragen. Vielleicht können Sie zu Hause oder hier im Saal erraten, was wird. Ne? Haben Sie schon eine Ahnung, was für Tracht das ist? Ne? Mhm. Eben diese. Dabei diese schöne Weste. Kugelsicher. Ja, das ist das Fest. Es dauert ein bisschen, vielleicht können Sie zu Hause eine Tasse Kaffee machen. Inzwischen so. So, dann habe ich noch mehr hier. Oh ja, habe ich eine schöne Zwei-Personen-Hose. Habe ich. Eine schöne Kick in die Welt. Eben gucken, das geht. Ja, so. Das rein. Even een Schließfach zumachen. Ja, das ist auch. Dann noch eine schöne Jacke. Na, wissen Sie es schon? Sie im Theater vielleicht? Was denn? Wissen Sie es? Holländer, ein Holländer, ja, ja, ja. Aber dann ein typischer Holländer, so in die kleinen Dörfer in Holland, da laufen die Leute noch in diese Trachten, haben die auch noch so eine Mütze. Und dabei auch noch so. Und wissen Sie, warum laufen die Leute in diese Trachten? Wissen Sie das? Das muss sein für einen Verkehrsverein. Warum wohnt der Papst in Rom? Warum steht in Köln der Dom? Warum lacht die Mona Lisa? Steht der Turm so schief in Pisa? Warum gibt's Mannekebiss und saß die Lorelei am Rhein? Das muss sein für den Verkehrsverein. Warum liegt die Place Pigalle nicht bei uns in Wuppertal? Warum haben kleine Städte jede Woche einen Skandal? Das ist kostenlose Werbung, jede Zeitung geht drauf ein. Das muss sein für den Verkehrsverein, für den Dollar und die Mark. Sagen wir nicht nein, nennen Sie es ruhig Quark. Es muss sein für den Verkehrsverein. So ist es auch in Holland, in dem kleinen Volendam, wo die Tracht aus alten Zeiten so schön passt in unserem Kram. Darin laufen wir und schwitzen in dem heißen Sonnenschein. Das muss sein für den Verkehrsverein. Mit der Mode gehen wir nie, nicht mal zeigen wir das Knie. Wir verstecken unsere Formen für die fremden Industrie. Darum tragen wir die Kleider, schnüren wir uns täglich ein. Das muss sein für den Verkehrsverein, für den Dollar und die Mark. Sagen wir nicht nein, nennen Sie es ruhig Quark. Es muss sein für den Verkehrsverein. Ich verdiene ein Kapital mit dem Hering und dem Aal. Und wir sprechen alle Sprachen, wir sind international. Wird eine Aufnahme gemacht, dann sollen wir ganz lustig sein. Das muss sein für den Verkehrsverein. In
dem Dorf unten am Deich werden wir allmählich reich. Wir sind immer kostümiert, alles läuft wie geschmiert. Alle Leute, selbst die Kinder, jeder bringt die Wiese ein. Das muss sein für den Verkehrsverein. Volkstanz. Ach, wir wissen es genau, jeder Mann und jede Frau trägt die komischen Klamotten nur für die Touristenschau. Hier ist alles so altmodisch, aber dieses ist nur Schein. Denn unsere Preise, die sind modern. Für den Verkehrsverein.